Hallo ihr Lieben, einige haben es vielleicht schon mitbekommen, dass mein Mann und ich ein Haus bauen und wir sind gerade dabei, uns eine Küche anzuschauen, / zu kaufen, und ich nehme euch mal ein bisschen mit. Wir haben uns im Vorfeld schon so ein bisschen informiert, wo wir so hingehen wollen und was wir so haben wollen, und mir ist vor allen Dingen mega wichtig, ich will so einen Ofen haben, wo man die Tür so wegschieben kann, und genau, wir schauen jetzt mal, was es so gibt. Hier ist jetzt genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Es ist nämlich ein Hide-and-Slide-Ofen von Neff. Und den kann man einfach so aufmachen. Ich finde das nämlich total cool, weil dann ist die Ofentür einfach weg und man kann sich irgendwie nicht verbrennen und so. Und ich finde es auch voll praktisch, wenn der Ofen irgendwie so erhoben ist, weil da muss man sich nicht mehr bücken, wenn man irgendwie was kocht. Die Küche hier jetzt gerade, in der wir gerade stehen, ist eher so Landhausstil. Es ist jetzt nicht ganz so meins. Ich hätte es lieber so mehr so wie da vorne so in weiß. Und das hier finde ich auch schon sehr schick. Matthias ist da vorne schon am Schränke ausprobieren. Ich will nämlich auch unbedingt eine Kücheninsel haben, weil ich das schön finde. Ich glaube, da gibt es gar keinen Grund für. Ich finde das irgendwie praktisch, dass es dann so. Ich finde es auch voll geil, überall so Auszüge zu haben. Es ist auch ganz stylisch hier mit Glas sogar an der Seite. Sehr schick alles. Aber ich glaube, wir lassen uns gleich mal so ein bisschen beraten und erzählen, was es überhaupt so gibt, damit wir da mal so einen kleinen Eindruck. Eine andere Sache, die ich auch noch mega cool finde, ist, wenn so Steckdosen irgendwie in der Küchentheke eingebaut sind. Und dann kann man da sein iPad anschließen oder so. Ich glaube, hier ist sogar so ein USB-Stick sogar noch mit dabei. Dann kann man das direkt sein iPad anschließen. Die Küche hier finde ich auch einfach mal mega schön. Ich mag das auch so, wenn das so weiß mit eher so einem dunklen Belag ist. Aber ich weiß nicht, ob ich es nicht lieber im Holz hätte. Ist ein bisschen klassischer als Beton. Hier, genau, diese Wasserhähne finde ich auch irgendwie mega cool. Ich weiß nicht so richtig, ob ich das selber bei meiner eigenen Küche so mögen würde. Sieht ja so ein bisschen nach Großküche dann aus. Aber es ist auch irgendwie schon ziemlich stylisch. Was ich jetzt in der Ausstellung ganz, ganz oft gesehen habe, ist, dass die Abzugshaube schon direkt mit eingebaut ist im Kochfeld, also Induktionskochfeld. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir das so gar nicht vorstellen kann. Hat einer von euch da vielleicht schon Erfahrung mit, wie das so ist, wenn das die Abzugshaube direkt in den Herd eingebaut ist? Funktioniert das wirklich? Weil ich dachte ja eigentlich so, Dampf steigt nach oben und nicht nach unten, wenn da jemand Erfahrung hat. Das ist auch voll crazy. Ich meine, wir haben so eine Mietküche zu Hause. Also, was heißt Mietküche? Unser Vermieter hat die halt gestellt. Und dann sieht man so, was es alles für verrückte Sachen gibt. Irgendwie hier, der Herd hat Wi-Fi. Also, ich weiß zwar nicht, was er damit machen kann, aber ich glaube, man kann das. Also, hier ist auch so ein Schildchen. Da steht dann, dass man das halt schon von weiter weg irgendwie anmachen kann. Wenn man da sein Tässchen schon hingestellt hat, kann man aus dem Bett so den Kaffee schon anmachen. Und den Ofen wahrscheinlich auch. Hier kann man so ganz verrückt sein Menü. Also wir sind jetzt noch ein bisschen durch die Ausstellung gelaufen und lassen uns jetzt erstmal beraten und zeigen auch mal den Grundriss von unserem Haus, dass die uns erstmal so erzählen, was man irgendwie überhaupt machen kann und was es so alles Schönes gibt. Ich habe gerade gelernt, dass es nicht nur die Hide- und Slide-Backöfen gibt, die so nach unten weggehen, sondern das ist auch wirklich Öfen gibt, die zur Seite aufgehen. Das ist ja auch völlig verrückt. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann auch wirklich lieber mag, als dass sie nach unten aufgehen, weil, ich meine, da kann man sich auch verbrennen. Ich glaube, ich finde die Hide- und Slide-Backöfen am coolsten. Allein, weil die so schön sind und man da so coole Menüs einstellen kann. Was ich ja auch sehr interessant finde, ist, dass es ja auch sehr unterschiedliche Kücheninseln gibt. Die hier finde ich ja sehr stylisch, dass es so aussieht wie ein Tisch, aber ich befürchte, dafür haben wir den Platz bei uns in der Küche nicht, die zurzeit so geplant ist. Aber voll schön. Ich wollte euch nochmal kurz erzählen, wie mein Besuch bei Küchen aktuell noch so gelaufen ist. Wir haben quasi nochmal komplett durchgesprochen, was wir uns so alles vorstellen, und haben auch nochmal so Feedback bekommen, was es überhaupt so gibt. Da weiß man voll vieles irgendwie. Mir war das irgendwie gar nicht so klar, was es für Variationen überhaupt gibt und was überhaupt so alles möglich ist, was man einbauen kann und was auch echt praktisch ist in vielerlei Hinsicht. Und ja, da sind wir jetzt sehr gut beraten worden und haben uns...
Genau, und haben wir uns jetzt unsere kleine Traumküche zusammengestellt. Und ich wollte euch noch was ganz anderes erzählen. Viele von euch hatten mir irgendwie geschrieben wegen Hausbau und Grundriss und so, dass ihr den noch gar nicht kennt. Deshalb wollte ich euch den jetzt einmal ganz genau zeigen. Ich bereite da auch schon gerade einen Blogpost zu vor, wo nochmal alles genauer drin steht. Es gibt so unfassbar viele Dinge, die bei meinen, oh Gott, die man beim Hausbauen beachten muss. Es ist wirklich komplett verrückt. Unser Grundstück ist nämlich so um die 560 Quadratmeter groß und wir können halt maximal eine Wohnfläche von 146 Quadratmetern haben, weil wir ansonsten nicht mehr die Bauvorschriften beachten können. Hin oder her, ich zeige euch jetzt erstmal den Grundriss. Also, das hier ist das Erdgeschoss. Hier kommt man quasi ins Haus rein, in die Diele. Dann geht es nach links ab ins Arbeitszimmer mit WC dann auch direkt daneben. Dann geht es hier in den Abstellraum. Mega cool. Wir werden so einen Wäscheschacht bauen, wo wir von oben unsere dreckige Kleidung quasi so nach unten durchwerfen können und die kommt dann quasi mehr oder weniger direkt vor der Waschmaschine raus. Das ist dann leider auch schon mehr oder weniger die einzige Abstellfläche, die wir haben werden im Haus. Sprich, da kommt alles rein, was irgendwie gelagert werden muss, von der Weihnachtskiste bis hin zu, keine Ahnung, dem Fahrrad oder so, wenn wir noch keinen Schuppen draußen haben. Wenn man geradeaus durchgeht, kommt man dann halt zu dem Bereich, wo Wohnen, Essen, Küche etc. irgendwie stattfindet. Und hier sieht man ja auch die Küche, wie sie da quasi schon von dem Bauträger, den wir engagiert haben, irgendwie eingeplant worden ist. Unsere Küche wird, naja, so ähnlich werden. Also klar, hier muss die Küchenzeile irgendwie hin, aber hier wollen wir eine Kücheninsel haben. Dort soll ein großer Side-by-Side-Kühlschrank rein, also mit großem Gefrierfach und Eishöhle. Auf die Kücheninsel kommt dann wahrscheinlich das Kochfeld und vor dem Fenster hier kommt die Spüle hin und dort oben hin kommt halt der Backofen und den Geschirrspüler, den ich auch unbedingt erhöht haben will. Genau, sonst der Rest unten ist sonst irgendwie nicht weiter spannend, das ist ja nur irgendwie ein großer Raum. Kommen wir mal nach oben. Hier finde ich das ehrlich gesagt ganz schön. Da gehen wir nämlich erstmal in den sogenannten Master Bedroom. Das ist nämlich unser Schlafzimmer, da kommt unser oh Gott, Boxspringbett hin. Dann geht davon aus ab die Ankleide und unser eigenes Badezimmer mit zwei Waschbecken. Da ist dann auch die Wäscheklappe, durch die wir unsere Schmutzwäsche quasi runterwerfen können. Einer Badewanne und einer Walk-in-Dusche und natürlich einem WC. Genau, das ist dann quasi auch alles wirklich nur von unserem Schlafzimmer aus zugänglich. Für die Kinder haben wir nochmal hier ein Dusch-WC quasi geplant. Ich finde das ehrlich gesagt voll praktisch, damit morgens halt irgendwie nicht so ein Stress ist und das alles irgendwie entspannt hat. Das heißt jetzt nicht, dass unsere Kinder niemals unser Badezimmer benutzen dürfen, aber es ist schon halt irgendwie das Elternbadezimmer und ich finde das echt irgendwie ganz schön. Genau, und hier sind dann noch zwei Kinderzimmer. Ja, dazu kann ich auch gar nicht mehr so viel sagen. Die Kinderzimmer sind halt irgendwie zwei Zimmer, da passiert halt auch nicht so viel. Genau, und wir haben natürlich eine Bodentreppe, mit der man halt auch auf den Dachboden kommt, wo man halt auch nochmal Abstellfläche hat, aber es darf halt kein Wohnraum. Denn das würde ansonsten den Wohnraum, den wir haben dürfen, bei der Größe unseres Grundstücks überschreiten. Es ist total krank, diese ganzen Bauvorschriften. Aber das werde ich nochmal alles genau aufdröseln im Blogpost, worauf man alles achtet. Dann noch eine Sache zum Aussehen unseres Hauses. Wir haben uns für dunkle Dachzinnen entschieden und für ja, so rot gemusterte Steine letzten Endes. Weil die Schwarzen finde ich halt ehrlich gesagt fast zu dunkel, weil dann ist es irgendwie so wuchtig irgendwie. Ja, verputzt mag ich nicht, weil dann muss man das immer wieder neu streichen. Das finde ich voll anstrengend und ich bin irgendwie nicht so der fleißige Typ, der irgendwie Bock hat, sein Haus ständig neu anzustreichen, weil es sonst so schäbig aussieht. Naja. Und wir haben halt bodentiefe Fenster überall geplant, oben halt mit französischem Balkon. Und ja, ich finde das.